Was baust du da? Lego wollte ich bauen. Ich hätte mal Bock, wieder eine Runde Lego Star Wars hier zu bauen. Nein, ich muss das Sing-Bau bauen, also musst du das auch machen. Oh nee, Singbau Bundeswehr, aber ich will nicht Singbau, ich will Lego bauen. Na, ich hatte ein gutes Set, also hast du vielleicht auch Glück. Vielleicht auch Glück, aber was ist, wenn ich Pech habe? Ich will nicht. Du musst. Du musst. Na gut, dann würde ich sagen, baue ich jetzt Singbau. Tschüss! Tschüss! Papa, nicht bescheißen. Genau. Tarsaus Bini, grüße euch heute mit Xingbao in Zusammenarbeit mit Bluebricks oder Bluebricks in Zusammenarbeit mit Xingbao. Ich weiß nicht, ich tippe mal eher, Bluebricks hatte die Idee und Xingbao den technischen Möglichkeiten, diese Ideen umzusetzen. Ein Wiesel von der Bundeswehr, also ein Bundeswehrfahrzeug von Xingbao und Bluebricks rausgebracht. Habe ich auch bei Bluebricks gekauft, beziehungsweise der Paul, liebe Grüße nochmal nach Kulmbach, hat es mir gegönnt für 17,95. Das hier sind 394 Teile. Das ist eine ganz schön große Packung. Die andere von dem letzten Xing-Bau-Set, was ich hier schon letztens aufgebaut habe, beziehungsweise die Greti aufgebaut hat und was wir euch schon zusammen vorgestellt haben, was übrigens ein gutes Set war. Kein sehr gutes, aber ein gutes Set. Gutes Spielset mit ein, zwei Schwächen. Und ich sag mal nicht für jüngere Kinder eigentlich, aber ansonsten super Feuerwehrboot. Ja, der Karton ist ungefähr genauso groß, aber da sind 666 Teile drin. Ich tippe mal. Er ist nur bis hierhin gefüllt. Hier wird wieder so ein Innenkarton drin sein. Gibt auch diese meines Erachtens überflüssige Tragelasche für diese Dinger. Ich weiß nicht, ob man die wirklich braucht, weil. Egal. Bundeswehr. Wiesel. Ja, ich will es mal ausprobieren. Ich habe ja schon so einiges über die Xingbao Bundeswehr-Serie gehört. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich eher sagen, zweifelhaft. Dachte mir, wirst du mal ausprobieren. Holst du dir mal den Wiesel, irgendwas Kleines. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Von der Bundeswehr habe ich wirklich keine Ahnung, denn. Ich habe nicht gedient. Ich habe Zivildienst gemacht. 13 Monate in der Parklinik Weißensee. Meistens auf der Rettungsstelle. Ab und zu mal auch im Steri. Also da wurden die Sachen, die aus dem OP kommen, in riesigen Waschmaschinen sterilisiert oder manchmal auch auf der inneren. Und da war nicht so cool. Jeder wird jetzt sagen, oh ja, nur die harten Jungs waren bei der Bundeswehr. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Körperflüssigkeiten man an einem Tag wegmachen kann. Und wie unangenehm es sein kann. Gut, probieren wir diese Z mal aus. Xingbao, also die Nummer ist XB06054, 394 Teile, ab 6 Jahre, der Wiesel. Ich würde sagen, das ist hier so ein. Ich werde mich jetzt danach, während des Baus, noch im Internet über den Wiesel informieren, dass ich euch danach ein bisschen was erzählen kann. Beziehungsweise, ich denke mal, viele von euch werden den kennen. Aber dass ich dann einfach nochmal mein Wissen auffrische und beim nächsten Mal sagen könnte: Hey, das da hinten ist doch ein Wiesel. Kann der irgendwas? Der kann. Achso, es ist ein 2-in-1-Set. Die kann einmal eine Maschinenkanone aufbauen oder ein radargesteuertes Raketensystem. Ich weiß es nicht. Ich werde mich informieren. Scale 1 zu 30. Mal sehen, wann Kobi diesen Scale erfindet und wieder alle neuen Sets in 1 zu 30 rausbringt. So, wir ziehen mal raus. Ja, da ist er. Da ist er. So. Ja, ein bisschen albern. Also ich sag mal so. Ja, ich weiß, ein bisschen Luft muss drin sein, damit die Sachen geschützt werden, damit die nicht aneinander rubbeln können, aber okay, wir werden uns jetzt darüber nicht aufregen. Was ist das? Oh nee. Oh nee, oder? Ein Faltblatt? Faltblätter sind nicht so meins. Sind dann noch so klein, grün. Aufkleber sehe ich hier. 1, 2, 3 Stück. Nummernschild. Dann 2, 3 andere Sachen. Ja, okay, Faltblatt. Super. Wir haben 103 Bauschritte. Und dann sind wir fertig. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir den mit der Maschinenkanone oder mit diesem. Ich tippe mal auf ein radargesteuertes Dings-D-System. Vielleicht ist auch eine Kanone, ich weiß es nicht. Ihr wisst es bestimmt. Ich glaube, ich werde richtig oldschool mit schöner, fetter Maschinenkanone oben drauf bauen. Diese Kettenglieder haben wir hier zu knüpfen. Warte mal, hier steht es doch.
The turret is rotatable. Ne, steht nicht da. Kettenglieder. Hä? Bin ich blind? Junge, wo sind die Kettenglieder? Hä? Ach, hier. Oh Gott. 64, also 32 mal 2. Ja, krieg ich hin. Warte mal, jetzt bin ich doch mal ein bisschen interessiert. Ne, steht nicht drauf, was die zweite Variante ist. Die hätten sie auch aufschreiben können. Egal. Er hat ja gesagt, 394 Teile. Ich werde es jetzt bauen und dann werde ich es euch präsentieren. Sollte zwischendurch irgendwas Weltbewegendes, Überraschendes passieren, werde ich nochmal einen Videostopp machen. Aber ansonsten baue ich jetzt den kleinen Wiesel hier zusammen. Wiesel schnell und Wiesel flink. Achso, falls jemand interessiert, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Tüte 6 sehe ich Bruche, sehr schön. 7, 8. 9, 10. Moment, hier ist noch eine Anleitung. Moment, warum ist hier noch eine Anleitung? Ah, ist das für die andere Variante? Moment, das interessiert mich jetzt. 2 von 2. Ah, es gibt 2 Fallblätter. Ah. Aber wie dumm ist das denn? Warum hat man nicht einfach... ein Heft draus gemacht? Also mit den Fallblättern ist eine persönliche Empfindung. Ich glaube, es stört nicht beim Bauen und man kriegt es trotzdem ganz... also ich denke mal auch so gut zusammen, egal ob es jetzt geklammert oder ist, aber... finde ich ein bisschen... Ich baue jetzt. 30, 40 Minuten, dann ist er fertig. Unser Wiesel, unser kleines Kettenfahrzeug, leichtes gepanzertes Kettenfahrzeug, meistens für die Infanterieunterstützung genutzt. Gibt wohl Wiesel 1 und 2. Ich kann jetzt nicht auch anhand der Verpackung nicht erkennen, ob das hier Wiesel 1 oder Wiesel 2 ist. Hat Spaß gemacht. War super. Alle Teile waren da. Ein paar Kettenglieder übrig geblieben. Ein 1x1, ein 1x1 Plate in schwarz. Ich weiß nicht, ob ich die vergessen habe. Er sieht ziemlich vollständig aus. Und die 1, 2, 3 Aufkleber habe ich nicht gerade gemacht. Es gibt aber auch bedruckte Teile hier außen an diesem Turm oder diesem drehbaren Waffengestell. Zweimal das Balkenkreuz, dann hier so eine Lüftungseinlässe sind gedruckt, das Nummernschild gedruckt und hier, ich glaube, die Kompanie- oder Divisionsabzeichen. Großartig. Hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, man kann ja jetzt 2 Varianten bauen. Ich habe mich hier für die 20mm Maschinenkanone entschieden. Es sieht einfach wuchtiger aus und das andere ist wohl, wenn ich das jetzt so richtig rausbekommen habe, ein, oh, wie heißt das, TOW, Tau, TOW, was im Moment, das kann sich ja keiner merken, ein TOW, also Tau steht für Tube Launch Optically Tracked Wired Command Link Gizzle, Guided Missile, Link Guided Missile. Alter, das sagen immer die Deutschen, erfinden lange komplizierte Wörter. Ja, zurück verstanden habe, eine gelenkte Rakete. Die ist hier noch drin, die könnte ich rein theoretisch hier auch noch ranbauen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich jetzt hier für die Variante entschieden und funktioniert. Wenn mich jemand fragen würde, Sascha, Zingbau, Wiesel, Bundeswehr, würde ich sagen, das ist ein gutes Set. Kauft es euch. Wenn ihr damit leben könnt, ist der einzige etwas größere Kritikpunkt, den ich anbringen würde. Zumal auch die farbliche Darstellung jetzt auch nicht so die beste ist. Ist halt ein bisschen blass und man muss so 2-3 Mal hingucken, aber es geht. Ihr habt hier grün, schwarz und braun. Das lässt sich relativ gut auseinanderhalten. Ihr müsst halt nur gucken, wenn so mehrere grüne Teile zum Beispiel aneinander gelegt werden, wo jetzt wann welches endet und wann wohin kommt. Aber das kriegt ihr alles hin. Auch die Qualität der Teile ist gut. Also fällt hier nicht auseinander. Das Einzige, was natürlich aufgrund dieses Maßstabs und der Art und Weise etwas frickelig zu bauen ist, ist hier die Kanone und ihre Halterung. Aber das kriegt ihr auch hin. Das ist kein Problem. Da musst du auch 2-3 Mal mehr in die Anleitung gucken, bis ich dann richtig rum dran hatte. Jetzt funktioniert's. Es dreht sich tippitoppi, auch die Ketten hier. Ich sag mal, ist jetzt nicht Kobi-Feeling oder auch von anderen jetzt. Ist okay. Aber ich glaube, das Ding soll sowieso bloß in der Vitrine stehen und da gut aussehen. Und da macht es. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das auch nur aus normalen Systemsteinen, die jedem zur Verfügung stehen, gebaut wurde. Kobi hätte hier wahrscheinlich 1-2 mehr Spezial- oder Formteile reingehauen, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Und am Ende würde ich mich wahrscheinlich auch eher für die Variante von Kobi entscheiden, da ich eher so
den Clean Look mag. Ja, ich mag jetzt, ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Formteil ist okay. Es gibt viele Puristen, die sagen, oh, da muss man aus normalen Teilen bauen. Das ist natürlich die Frage, wo fängt normales Teil an, wo hört es auf? Ne? Ich sage mal, auch so ein Formteil wird ja rangeklemmt und damit ist ja die Grundfunktion eines Klemmbausteins erfüllt. Also würde ich auch sagen, sind das normale Steine. Aber gut, wir wollen uns ja nicht philosophieren, zumal wir bei Zingbau sind, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, drei Aufkleber habe ich nicht rangemacht, werde ich auch nicht ranmachen, die kommen jetzt zur Seite. Ansonsten ist das ein schicke kleines schnieget Modell. Ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt weiter für die Bundeswehr sehr begeistert hat. Wenn das nicht durch Zufall oder durch irgendeinen Umstand mir irgendein Bundeswehr-Set in die Hand fällt, dann brauche ich auch keine weiteren, dann würde ich mir noch nicht holen. Ist okay, zumal die modernen Wehrtechnik-Kettenfahrzeuge nicht so meins sind. Ich glaube, das ist auch erst mein drittes Kettenfahrzeug, welches nach 1945 in Dienst gestellt wurde, welches ich als Klemmbausteinmodell gebaut habe. Das ist ein schöner Satz, das ist ein schöner Satz, genau. Ich glaube, ich habe den israelischen Panzer gebaut, den Magach, dann den PT-76 und jetzt den kleinen Wiesel. Tja, mehr ist es noch nicht geworden. Ist okay, war schön. Er sieht doch schnucklig aus. Ich habe mir so ein Video angeguckt bei, von der Bundeswehr, so ein 60-Sekunden-Video über den Wiesel. Ist ja wirklich ein Wiesel. Also wie der da durch die, das Gelände huscht. Also könnt ihr mir auch vorstellen, privat zu fahren. Also ja, so mal ein bisschen durch den Garten, ein bisschen umgraben, Nachbarn erschrecken, Füchse jagen. ja, toll. Gibt es nicht weiter zu sagen. Das soll es auch gewesen sein jetzt erstmal. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht mal, wann das Video kommt, weil ich jetzt noch so viele Sachen wieder habe und eigentlich auch wieder zu viel und zu wenig Zeit habe. Ja, also meine Empfehlung, für 17,95 kriegt ihr kein Karton, kein Set in dieser Qualität, so ein Wiesel. Zumal ihr kriegt auch von jemand anderem einen Wiesel. Also wenn ihr sagt, das interessiert euch und ihr hadert immer noch, also den Wiesel von der Bundeswehrsee, Singbau, Bluebricks, kann ich nur empfehlen. Ja. Das sollte schon wieder gewesen sein. Kurz und wieselig wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich werde mich jetzt an... Ah, ich habe mir noch etwas gekauft. Nein, ich habe mir nichts gekauft. Das ist, das wurde mir zufälligerweise in die Tasche gesteckt. Also als ich den Laden verlassen habe, haben die gesagt, hier, nimm das schnell mit, das musst du unbedingt mitnehmen und wenn du das mitnimmst und aufbaust, wirst du die Welt retten. Genau, so war das. Ja, nee, ich habe das nicht gekauft. Wie dumm. Wer kauft ein Klemmbaustein-Set, wenn man so viele hat? Bis zum nächsten Mal.